Ja. So, was brauchen wir jetzt nochmal? Rigogen. Wo kriegen wir den Rigogen her? Warte mal, ich google da mal eben nach. Wir haben ja die Zeit heute. Es läuft uns ja heute gar nichts wett, ne? Wett vor allen Dingen. Rigogen. No Man's Sky. Finde ich da irgendwas drüber? Ich schau mal eben. Kann ja sein, dass ich da, Alter, ist hell. Wikipedia, Rigogen, wo finde ich das denn? Ressource, aha, ja, Exotik-Ressource ist das. Aha. Mhm, Crafting Source Summary, Faune, Chemical found in the roots of the Cretane under. Nein, das ist eine unter. Was? Was? Das ist eine Unterwasserpflanze. Ach du heiliger Strohsack. Das ist eine. Oh Gott. Nicht schummeln. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja doch, komm, ey, komm. Rezepte gucken. Das ist eine Unterwasserpflanze, Alter. Da bin ich ja hier schon vollkommen falsch. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist das eine Unterwasserpflanze. Das heißt, wir müssen hier erstmal hier raus. Wir werden jetzt erstmal gucken, ob wir bei uns hier auf dem Planeten Wasser haben. Und dann werden wir mal gucken, ob wir die Pflanze da finden. Pflanze. Beziehungsweise, warte mal, wenn das ja, meinst du, eine exotische Ressource ist, dann wird die uns ja wahrscheinlich an dem Planeten auch angezeigt, weil dann denke ich mal, dass wir die so hier nicht finden werden. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder reisen. Oh, so langsam kriege ich Hunger. Fürchterlich. So, was macht der hier? Geh weg, hör auf mich zu scannen. Geht dir nichts an, wie ich aussehe. So. Hui. Lalalala. Mein Raumschiff ist eine Minute 13 entfernt. Das klingt doch super. Das ist doch sehr schön. So, ich hoffe, wir kommen hier auch raus. Also, beziehungsweise ich hoffe, dass ich richtig laufe. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Warte mal, nehme ich mit. Warte mal, haben wir. Rigogen, warte mal, ich schreibe mir das mal eben auf. Wie heißen die? Rigogen, ne? Rigogen. So, das haben wir gesammelt. Radioaktiv haben wir auch gesammelt. So, Rigogen. Unter Wasser, dann weiß ich das ungefähr, wo ich da hin muss. Ha, schwer zu finden, Rigogen. Ja, also ich glaube. Was ist das? Ach, Emeril. Oh Gott. Ach, guck mal, hier geht's da draußen. Ja, schauen wir mal, ob wir die Rigogen irgendwo finden. Ob wir da irgendwo fündig werden, das. Naja. Aber die nehme ich noch mit hier. Wenn ich schon dabei bin. So. Lalalala. Lalalala. Lala. Moment. Halt, stopp. Ich schau mal eben. Ah, Eis, Eis, Perle und sowas können wir eigentlich ins Lagersystem packen. War das jetzt hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Ich müsste das normalerweise das Lagersystem komplett anders gestalten. Komplett anders gestalten. Dass ich hier so einen Klotz hinsetze, separat für sich. Und darüber vielleicht noch ein, wo dann ist halt die zwei Klötze, ich sag mal, Eisen als Beispiel. Aber man kann ja hier keine Schilder bauen. Oder kann man hier Schilder bauen, irgendwie, die man benennen kann? Lichter, Deko. Ja, super. Ja, hier sind schon Zahlen dran. Nein, dass man hier einfach sagt, ja, hier, keine Ahnung, 2 ist dann zum Beispiel, 1 und 2 ist Eisen. 3 ist dann, was weiß ich, XY. Weil so ist das echt blöd. Ich bin die ganze Zeit jetzt immer am Gucken, wo ich jetzt hier was habe. Schön wäre doch, wenn man das noch irgendwie benennen könnte.
Tipp, es wird im Scanner nicht angezeigt, Rigogen. Ernsthaft? Okay. Dann, glaube ich, werden wir doch auf dem Planeten bleiben hier bei uns und werden gucken, ob wir das, ob wir hier unter Wasser fündig werden. So, Eiweißperle habe ich da schon irgendwo gehabt. Wo war denn das? So, guck mal an. Hier oben ist Eisen drin, bei Nummer 3, ne? Und Nummer 6 ist Eisen, ne? Glaube ich, war das so? Oder war das da drüber? Hier, glaube ich, ne? Hier. So, das ist der Behälter. Welcher Behälter ist das? 7. So, warte. Ich lösche den mal. Behälter 7. Den nehme ich mal mit. So, wo ist 7? So, hier 7. Den baue ich mal hier hin. Da darf ich den nicht bauen, ne? Aber hier. So, 7. Und was habe ich gesagt? Behälter 3, ne? So, den nehme ich mit. Dann weiß ich, aha, das sind meine... Na? 3. So, da weiß ich, aha, das sind Eisenbehälter. So. Iridium, Zink, wo sind denn die... Wo sind denn die Eiweißperlen, die ich schon habe? Ah, hier. Am besten müsste ich noch irgendwie so einen Behälter machen, wo nur... Wo nur dann zum Beispiel hier ist, nur Iridium wäre hier zum Beispiel ganz geil. Den kann ich ja auch eigentlich aussortieren, oder? Das ist fürchterlich. So, zum Beispiel der hier, Lagerbehälter 1, könnte ich sagen, nur Iridium. Stelle ich auch extra. Mache ich zum Beispiel farblich dann blau. Man kann hier farblich ändern. Warte mal, stelle ich hier hin. So, warte. Hallo? 1. So, warte mal. Farbe. Kann ich den blau machen? Genau, blau. So, Eisen ist, glaube ich, gelb, ne? Oder? Im Hintergrund. Eisen ist gelb. Dann machen wir... Dann machen wir den, machen wir dann in gelb. So, gelb. Gelb. Dann weiß ich, aha, da ist Eisen drin. Ja, so kann man sich das schon, ich glaube, so kann man sich das schon ein bisschen klarer machen. Warum man das nicht so komplett durcheinander würfeln. Komm, das gehen wir jetzt an. Komm, wir machen das Lagersystem einmal ordentlich, weil dann brauchen wir nicht großartig suchen. Dann haben wir das einmal. So, den zum Beispiel nehme ich jetzt mal mit. Lager 5. Ich reiß das mal eben ab. Löschen. Mache jetzt zum Beispiel hier ein Lagersystem hin. Und sag dann, der ist jetzt rot, da kommt zum Beispiel Kohlenstoff und Plutonium und solche Klamotten rein. So. Farbe. Rot, haben wir rot hier? Rot, da rot. So. Und dann kann ich das ein bisschen, komm, da kann ich hier weg, das kann weg. Das finde ich immer, die Klamotten finde ich immer wieder. So. Kohlenstoff, 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 Kohlenstoff und Plutonium. So. Thermium kann auch mit da rein. So, dann kann man das ein bisschen da... Warte mal, Kohlenstoff brauchen wir ja auch noch mal ein bisschen, ne? Bald ich mal ein Package. Aber dann wissen wir, ah, rot, ne? Kohlenstoff, bla bla bla, etc. Hier Eisen, hier Iridium, so die Standardklamotten. Und da müssen wir mal gucken, diese exotischen Klamotten, dass wir da irgendwie so einen extra Behälter für machen. Hier ist zum Beispiel auch nochmal Plutonium und Kohlenstoff, dann nehme ich nochmal mit. Dass die Warpzellen. Nehmen die mal eben mit. So, den Behälter 6 hier. Den. Huch, hallo, löschen. So, Behälter 6. Hier machen wir dann mal diese exotischen Klamotten hin. So, warte. So. Den machen wir farblich dann auch, Farbe exotisch machen wir lila, glaube ich, ist das immer, ne? Hier, so. Genau. Ja, aber so kann man sich das, ich glaube, so kann man sich das schon mal ganz gut merken dann, ne? Genau, Verwaltungsarbeit, ja. Aber so kann man sich das auch ganz gut merken. So, hier zum Beispiel Andrium ist zum Beispiel, so ein Dingen. Guck mal, Platin könnten wir zum Beispiel auch bei Blau jetzt hinzufügen. Aber der ist ja, glaube ich, voll, ne? Nee, doch nicht. Guck an. Guck mal, Platin ist auch blau. Kann man auch hinzufügen. Dann wissen wir, aha, blau. So. Dann machen wir mal das nächste Lagersystem.
Und wenn wir dann halt noch einen Stock brauchen, dann setzen wir noch einen drauf, wenn wir noch einen benötigen. Was haben wir hier drin? Aha, hier sind zum Beispiel schon mal die Sachen, die können zum Beispiel schon mal in den, in diesen exotischen Klamotten. Ich glaube hier, Spandonium auch. Warte mal, brauchen wir das nicht? Nee. Das würde ich, glaube ich, sogar auch, ne? Sehr selten, ne? Neutrales Element würde ich, glaube ich, auch. Ich guck mal eben, dass ich das mal zu den exotischen Klamotten hinpacke. Gaffi, 1987, vielen lieben Dank für den Follower. Dankeschön. Gaffi, du hast mich doch schon gefollowt. So, exotisch, erotisch. So, dann haben wir das schon mal da drin. Das ist, glaube ich, auch exotisch. Bin mir nicht sicher. Packe ich aber mal mit rein. Ich glaube, ja. Und, ein seltenes Element aus dem langen, letzten. Ja, komm. Packen wir mal mit rein. So. Haben wir jetzt hier, war da jetzt leer? Das war leer, ne? Genau, so, pass auf. Dann nehmen wir den mit. Und dann gucken wir nochmal. Da können wir eventuell dann vielleicht noch, den setze ich jetzt erstmal hier hin. Beziehungsweise setze ich erstmal hier hin, weil da weiß ich, aha, der ist leer. Da können wir immer noch gucken. Farblich mache ich den mal eben anders. Warte. Farbe mache ich den mal neutral, vielleicht weiß. Genau. Dann weiß ich, aha, der ist leer, da ist nichts drin. Auch wir sollten es mal aufwärmen gehen. Bei dem Sturm hier draußen zu arbeiten, ist ganz schön riskant. So. So, warte. Ja, wo ist denn hier? Warum ist denn... Achso, okay. So, unser Hitzeschild füllt sich wieder auf. Also ein bisschen Lagersystem jetzt mal richtig ordentlich machen einmal, dann haben wir das. Ich werde es auch direkt mal speichern, weil dann haben wir das auch. Das habe ich nämlich schon länger nicht mehr gemacht. So, Wiederherstellungspunkt gespeichert. Hab dich gestern aus Versehen deabonniert. So. So, was haben wir hier? Oh, Antimaterie, Elektrodampf und solche Klamotten. Oh, 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 oh. Und Eiweißperle. Boah, da weiß ich gar nicht. Verbrauchsgut zum Handeln ist das. Handelsklamotten, grüne Sachen, das können wir eigentlich auch machen. So, pass auf, nehme ich mal mit. Dann machen wir mal hier so einen grünen Container. Ein grüner Container, der dann... Wo dann so unsere Sachen sind zum Handeln. Warte. Den mache ich hier hin. Natürlich farblich grün dann. Genau, der ist dann... Der ist jetzt grün. So. Ich würde einen Container... Vielleicht nehmen wir mal den hier. Wo ich dann so ein Gedöns, so wie solche Klamotten hier reinschmeiße. So Warpzellen und sowas. Und so Eiweißperlen und so. Und Suspensionsflüssigkeit. Das können wir eigentlich machen. Dann machen wir den am besten, machen wir orange. Weil die Sachen sind ja orange gut. Okay, vielleicht die Warpzelle nicht, aber die passt jetzt halt nicht zu Plutonium oder... Ja gut, vielleicht schon, aber ich lasse es hier drin, weil dann wissen wir, aha. Dann mache ich den orange. Genau, abbauen muss ich den jetzt einmal. Löschen, ja, genau, so. Den packe ich dann hier irgendwo hin. So, warte, zwei. So. Ja, das ist schon wesentlich sortierter. Also da mache ich mir schon eine Freude mit, dass wir das Lagersystem schon so ein bisschen sortierter haben. So, was haben wir hier? Den Lagerbehälter 9. Iridium, guck mal an. Zink. Und die Platte. So, das heißt, wir können den mal eben abbauen. So, Iridium haben wir doch schon mal im Blau. Das ist hier. Das kann hier rein. Iridium. So, warte, da.
Guck mal, wir haben Thermium, Kohlestoff und alles. Das können wir auch mal eben umlagern. So, Thermium, 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 Kohlestoff, Plutonium, Plutonium. Guck mal, Elektrodampf haben wir auch schon wieder. Das ist hier hinten. Also macht das mehr, so macht das viel mehr Sinn. So kann man das, wenigstens von den Farben her, weiß man dann, aha, mhm. Na? So, warte mal, Zink haben wir, den Gelb? Gelb haben wir auch schon, ne, oder? Wo war denn, ach, Gelb war hier vorne. So. Ach, Gelb war Eisen und, ach ja, stimmt ja. Boah, da muss ich jetzt mal gucken. Da muss ich jetzt mal gucken. So, was haben wir denn hier noch alles drin? Ach, die grünen Klamotten kommen ja auch noch. Ach, du heiliger Strohsack. Atlasstein zum Beispiel, solche Sachen. Könnte zum Beispiel, auch bei den Suspensionsflüssigkeiten und so hin. Also wir brauchen definitiv noch einen gelben Container. Oh Gott. Antrium nehme ich mit. Heulengift. Eisen. Ja, ja, ich weiß. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen, sortieren. So, warte mal, was habe ich denn alles mit? Ich werde jetzt erstmal einen grünen Container bauen. Kann ich einen grünen Container bauen? Ich habe noch einen neuen, genau, Neuner. Ne, haben wir ja. Haben wir hier schon was drin? Ach ja, die Eiweißperle. Warte mal, da kann der Atlasstein rein. Das sind ja die Handelssachen, genau. Die Handelssachen kommen hier rein. Das könnte, ist auch ein Verbrauchsgut zum Handeln. Das kann auch mit da rein. Dann haben wir das schon mal weg. Wir brauchen noch einen Container hellgrün, brauchen wir noch. Den machen wir dann hier hin. So, warte. So, hellgrün. Ne, so. Ist das dieselbe Farbe, die wir hier haben? Ich guck mal eben. Das sieht man jetzt so schlecht, weil gerade dunkel ist. Warte mal, kann ich die Taschenlampe anmachen? Grün. Das ist nicht dasselbe Grün, aber es sieht fast ähnlich aus. Dann werde ich mal eben, warte mal. Gibt es noch ein anderes? Okay, dann werde ich doch mal das nehmen. Ja, das unterscheidet sich doch schon ein bisschen. Okay, dann haben wir nämlich deswegen für Iridium und solche Klamotten. Ja, muss leider gemacht werden. Lagersystem aufräumen. Es tut mir leid, ich kann es leider nicht ändern. So, Nickel. Jack Nicholson haben wir auch mit dabei. Gold packen wir auch mit da rein. So, Gelb ist immer noch in Action. Und wir brauchen die seltenen Sachen. Das war hier bei Lila. Lila. Lila Antrium. Hier. So. Wir brauchen definitiv noch einen gelben Container. Ist, weil Eisen uns irgendwie hier komplett die Ohren zuknallt. So, den können wir löschen. Den Nuller. Dann würde ich sagen, machen wir noch einen... Komme ich eigentlich da oben dran, wenn ich den da oben hinbaue? Ach, den kann ich da oben gar nicht hinbauen. Das ist natürlich gut. Oder? Doch, kann ich. Aber die Frage ist, komme ich da dran? Oder? Doch, ach, komme ich dran. Tatsache. Pass auf, dann machen wir das anders. Dann mache ich den farblich nämlich auch gelb. So. Und, Eisen, Zink und Titan. Normalerweise müsste ich das eigentlich anders machen. Das mache ich jetzt auch. Zeige ich euch, was ich meine damit. So, der Nuller soll nämlich hier unten hin. Genau, und der Siebener soll da oben hin. Dann habe ich nämlich Eisen oben und hier so Zink und solche Klamotten, die man eigentlich öfter braucht, hier unten. Das macht da ein bisschen mehr Sinn. So.
Das ist definitiv sortierter. Definitiv. Und hier ist noch ein Lager. Platz 4. Was haben wir hier noch drin? Aha, Eisen und Kandensium. Das ist ja auch selten. So, und wenn man jetzt mal guckt, haben wir sogar noch ein Lagercontainer noch übrig, den wir noch bauen können. Wir haben noch ein Lagerbehälter noch übrig. Ja, den wir wahrscheinlich hier gut gebrauchen können. Bei den ganzen seltenen Sachen. Und den werde ich auch dann bauen. Warte. Na. So, Farbe lila. Nee, das ist pink. Warte. Wo ist lila? Da. Nee, warte mal. Oder was? Nee, das war das, oder? Oder war es das? Hä? Welche Farbe war es denn? War es das hier? Nee. Oder war es doch das hier? Hä? Das ist blau? Das ist... Hä? Welche Farbe... Wo ist denn die lila eine Farbe? Die ist aus. Die gibt's nicht mehr. Ach, das ist es. Okay. Gott sei Dank. Das sieht so... Ist doch die richtige Farbe, ne? Oder? Ja, Gott sei Dank. So, es wird auch endlich wieder Tag. So, dann kann ich hier oben nämlich, in Lagerbehälter 4 kann ich nämlich dann hier die Klamotten nämlich reinpacken. So, jetzt habe ich noch die orangene Platte. Kann ich die hier reinpacken? Ist das hier... Ja, hier, komm. So, Eisen habe ich auch nochmal. Lalalalala. Eisen kann hier rein. Eisen, Eisen, Eisen. So, Eisen. Hier. Und zack, haben wir ein sortiertes Lagersystem. Naja, hat ein bisschen länger gedauert. Aber gut, dafür wissen wir auf jeden Fall. Lila, ne? Klar, exotisch, so wie halt die Farben auch sind. Rot halt. Es wäre noch schön, wenn man jetzt wirklich noch ein paar Dings bauen kann. Das Problem ist... Man kann leider ja nicht mehr bauen. Das ist leider schade, weil das ist Maximum, was jetzt hier an Container steht, weil damit ist man echt aufgeschmissen, finde ich persönlich. So, jetzt werde ich mal speichern. So. Alter Verwalter, ey, das ist ja... Na gut. So, wir haben Kohlenstoff und Plutonium noch bei uns. Ah, guck mal, Wärmeschicht könnten wir auffüllen mit Zink und Titanium oder Schildsplitter. Werden wir gleich wahrscheinlich was finden. Warte mal im Scan. Ist eigentlich der Zinkklotz, der immer hier spawnt, ist der eigentlich immer noch hier? Da oben, guck mal. Und was ist das hier? Ach so, wir können ja wahrscheinlich schon wieder abfarmen. Unsere Pflanzen, die wir angebaut haben, oder? Ja! Wie geil. Eulengift, Eulengift und Gravitationsball. Jawohl. Cool. Wer wollte denn davon nochmal einen Gravitationsball haben? War das er hier? Meine Scans zeigen die Überreste einer uralten Siedlung an, wo einst Eiweißperlen angebaut wurden. Besucht die Ruine, um herauszufinden, ob es dort immer noch Samen gibt. Samen, du verstehst. Kannst du mir auf die Ruine auf der Karte markieren? Ich feiere immer noch die Augen von dem Typen. So, Koordinaten erhalten. Sehr schön. Wer wollte denn diese Dings haben? War das er hier? Nee, oder? Du kannst die Mineralien, die ich für dein Arsenal brauche, mit deinem gewöhnlichen Laser nicht extrahieren. Mein letzter Scan hat nicht autorisierte Abläufvorgänge ganz in der Nähe geortet. Eine stille Minenarbeiter. Was, bevor der aufmerksam fortgeschrittene Minenlaser? Ja, markiert mir das auch auf der Karte. Sehr schön. Ja, hallo. So, Koordinaten erhalten. Sauber. Wer braucht denn diese Eiweißperle? Oder war das auch nur ein Verbrauchsgegenstand jetzt?
Polyfasern. Achso, er will Kupferdraht, ne? Genau, da war ja was. Und er braucht immer noch seine Schallplatte. Ja. Dann würde ich sagen, werden wir die Sachen erstmal einlagern. So, grün. Ich weiß jetzt schon, dass wir mit dem Lagersystem niemals nicht auskommen werden. Definitiv nicht. Das weiß ich jetzt schon. So. Das weiß ich definitiv jetzt schon. Da werden wir definitiv nicht mit auskommen. So, Emeril. Aber ich will unbedingt auf jeden Fall jetzt die Pflanze finden für das Glas. Das heißt, wir werden gleich uns auf Unterwassertour begeben. So, ich werde mal eben schnell speichern. Und bevor ich jetzt hier stehen bleibe und eine kleine Augenpause uns gönne allen, weil ich weiß, dass eventuell ein Sturm ausbricht. Naja gut, die paar Sekündchen kann ich auch einfach hier stehen bleiben. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Wir machen eine klitzekleine Augenpause, Verschnaufpause, Pipi-Pause, Chipsholpause, Trinkelpause. Und würde sagen, dann geht es gleich spannend weiter mit No Man's Sky ein bisschen. Und ja, habe ich doch gesagt. Deswegen gehe ich doch mal rein. Naja, wie gesagt, würde ich sagen, sehen wir uns gleich spannend wieder bei No Man's Sky nach einer klitzekleinen Pause. Gucken wir mal. Bis gleich dann.